Sie haben es in der Hand. Am Samstag, dem 3. Juni, entscheiden die rund 600 Delegierten beim Bundesparteitag in Linz, wer die SPÖ künftig anführen wird. Hans-Peter Doskozil oder Andreas Babler. Die Mitgliederbefragung hat Doskozil gewinnen können. Um den SPÖ-Chefsessel muss der burgenländische Landeshauptmann aber weiterkämpfen und sieht sich von seiner eigenen Partei ungleich behandelt. Was wäre gewesen, wenn ich in der zweiten Position gewesen wäre oder einer der beiden anderen Kandidaten oder Kandidatinnen an erster Stelle gewesen hätten, dann auch gewisse Kräfte in der Partei so intensiv eine zweite Befragung oder den Parteitag gefordert. Also es geht schon sehr oft auch darum, ich will jetzt niemandem etwas zuschreiben, aber trotzdem sehr oft darum, meine Person zu verhindern. Doskozil verhindern will natürlich sein Herausforderer Andreas Babler. Er ist überzeugt, bei der breiten Basis anzukommen. Das, was heute durch die Medien geistert, da die Berechnungsgrundlage, wo die SPÖ Burgenland ja ausgeschickt hat, dass so viele Stimmen in Burgenland, also so um die 8000 nach ihren eigenen Angaben für Hans-Peter Doskozil sind, heißt im Umkehrschluss, dass er eigentlich klar abgeschlagen ist in allen anderen 8 Bundesländern. Jetzt kommt es auf die 609 Delegierten am Parteitag an. Der Großteil von ihnen, nämlich 350, sind von den Bezirken nominiert worden. 30 Plätze werden von den Landesorganisationen gestellt. Der Rest ist eine wilde Mischung, vom Roten Motorradclub bis zum Parteinachwuchs. Die meisten Delegierten kommen aus Wien. Also jetzt entscheiden ja nicht mehr die Mitglieder, sondern jetzt geht es um die Funktionäre, wo. Und da muss man schon sagen, da ist die Favoritenrolle jetzt klar bei Hans-Peter Doskozil, wo Doskozil eben wirklich beliebt ist. Also im Funktionärslager außerhalb von Wien hat er sicherlich gut punkten können, auch wenn man die Detailergebnisse, muss ich noch einmal dazu sagen, nicht kennen. Aber davon ist auszugehen, das weiß man einfach auch von der Positionierung, die sich über Jahre ergeben hat, dass er da gutes Ansehen hat und sehr beliebt ist. Und dass jetzt am Parteitag nicht die Mitglieder bestimmen, sondern eben die Funktionäre, das wird schon Hans-Peter Doskozil in die Karten spielen. Mhm. Doskozil werden zwar gute Chancen zugerechnet, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ist aber offenbar ins Team Andreas Babler gewechselt. Ob die Wiener Delegierten auch am Parteitag in Linz den Dreiskirchner Bürgermeister wählen werden, ist momentan völlig offen. Zünglein an der Waage könnten die SPÖ-Frauen werden. Sie sind bisher geschlossen hinter Pamela Rendi-Wagner gestanden. Wen sie am Parteitag wählen, lassen sie laut der Roten Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl noch nicht durchblicken.